Leute, hier habe ich ein kleines Video für euch gemacht, wie ich die Spinne mit meiner gepanschten Dingo innerhalb von 30 Sekunden zurück in die Hölle geschickt habe. Falls es den einen oder anderen interessiert. Unter dem Video ist auch noch verlinkt, wie man die KT4 baut, falls ihr noch nicht wisst, wie das funktioniert oder wo die Spinne allgemein ist. Fand es einfach nur mega nice, weil ich selber total erstaunt war, dass es innerhalb von 30 Sekunden down gewesen ist, das Viech. Wie gesagt, einfach immer ein bisschen in Bewegung bleiben und immer einfach alles geben, aufs Maul draufschießen, wenn immer es möglich ist, sobald es gelb ist, seht ihr jetzt hier gleich. Und dann könnt ihr mit der Dingo einfach draufhalten. Wie gesagt, ich war richtig begeistert, wie schnell das gegangen ist. Die ist bei mir nicht mal dazugekommen, die Spinnen rauszuspucken, die mich dann hinterher angreifen. Guckt auf ganz jeden Fall immer, dass die ihr in einer Zombie-Runde seid, weil die Spinnen zwischendrin dann sterben und wenn ihr dann da unten mit den Zombies eingesperrt seid, das ist richtig ätzend. Danke fürs Einschalten, euer Mr. Weinwood. Ciao. Forever.